Darin Satil, mein Auftrag auf Corellia ist abgeschlossen. Die Republik hat jetzt die Oberhand und Meister Braga unterstützt den Feind nicht mehr. Ich habe der Kontrolle des Imperators über ihn ein Ende gesetzt. Meister Braga ist unterwegs nach Tython. Das sind willkommene Nachrichten. Wir werden gut auf ihn aufpassen. Außerdem habe ich erfahren, dass der Imperator sich auf Drummond Kaas aufhält. Seine Anstrengungen gegen uns haben ihn geschwächt. Unser Gegner ist verletzlich. Vorerst. Der Imperator will die ganze Galaxis zerstören. Jetzt heißt es er oder wir. Ihr müsst euch dem Imperator noch einmal stellen. Und dieses Mal dürft ihr nicht scheitern. Ich bin stärker als bei unserem letzten Aufeinandertreffen. Drummond Kaas ist das imperiale Kapitol. Ganze Legionen von Sith nennen den Planeten ihre Heimat. Die übrige Bevölkerung besteht hauptsächlich aus imperialem Militär. Wir greifen einen ganzen Planeten an, dessen Bewohner unseren Tod wollen. Wir müssen um jeden Zentimeter Boden kämpfen. Wir können nicht einmal auf Drummond Kaas landen, wenn der Feind nicht genug abgelenkt ist, um uns zu bemerken. Wir müssen das Imperium mit dem überraschen, was es am wenigsten erwartet. Einem Frontalangriff auf seine Heimatwelt. Jedi und Kriegsschiffe der Republik werden sich bei Drummond Kaas sammeln und die imperiale Flotte angreifen. Wir werden euren Angriff auf der Oberfläche verdecken. Die eigentliche Schlacht wird auf der Planetenoberfläche stattfinden. Könnt ihr dafür jemanden erübrigen? Wir werden weniger Aufsehen erregen, wenn eure Truppen die imperiale Armee nicht aufmischen. Ich helfe euch dabei, durch das Verteidigungsnetzwerk des Planeten zu fliegen und sicher zu landen. Darüber hinaus kann ich nichts versprechen. Euer Erfolg oder Misserfolg wird das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen. Und alles verändern. Für immer. Findet den Imperator und haltet ihn ein für alle Mal auf. Möge die Macht mit euch sein. Und Glenn deutlich schon, wie schön. Hallo? Was willst du? Ihr habt mich überrascht, Jedi. Ihr habt das Herz eines Sith. Wärt ihr auf Korriban geboren, würdet ihr bereits in ihrem Rat sitzen. Für euch ist es leider zu spät, ganz vom hellen Weg abzukommen. Aber sollten eure Kinder empfänglich für die Macht sein, werde ich dafür sorgen, dass sie die richtige Ausbildung erhalten. Ein Sith-Lord mit meinem Blut. Eine verlockende Vorstellung. Er hätte Macht, wie sie die Galaxis noch nie zuvor gesehen hat. Es wäre mir die größte Ehre, ihn auszubilden. Leute, Galaxis, verdammte Eier. Drummond Kaas, das jüngste Gericht. Drummond Kaas ist der Hauptplanet des Imperiums. Falls euch das interessiert, könnt ihr es gerne mal durchlesen. Und ja, die Reise kostet uns heute auch nur 150 Credits. Und das tun wir jetzt einfach mal. Auf und ab von der Tour, ey. So, aber bevor wir auf diesen gruseligen Drecksplaneten runtergehen, werden wir jetzt erstmal das Intercom meines Schiffes benutzen. Wo ist denn das Intercom? Hallo Intercom! Da. Nein, falscher, das ist falscher Gang. Zack, nochmal. Ich hasse die Steuerung. Intercom, hallo. Spreche ich da mit Telekom oder Intercom? So, jetzt mal gucken, was siehst du sagen. Bitteschön, liebe Freunde. Wir sind auf Drummond Kaas gelandet. Hat uns jemand entdeckt? Gut für uns, aber die republikanische Flotte wird da oben in Stücke geschossen. Wir müssen schnell sein. Ich habe die Koordinaten untersucht, die Tol Braga euch gegeben hat. Der Imperator befindet sich in einem alten Tempel tief im Dschungel. Der Zutritt ist streng verboten. Was wisst ihr über diesen alten Tempel? Der Imperator hat ihn gebaut. Er hat dort über Jahrhunderte seine Feinde eingesperrt. Es ist ein Ort starker, dunkler Kräfte. Eine der Privatfähren des Imperators befindet sich nicht weit von hier entfernt. Sie verfügt über die nötige Sicherheitsstufe, um in den Tempel zu gelangen. Toll!
Jetzt müssen wir uns nur noch durch eine Stadt voller Leute kämpfen, die uns umbringen wollen. Wenn wir uns als eine Einheit bewegen, gibt das unser Ziel preis. Wir könnten in Zweiergruppen auf unterschiedlichen Wegen zur Fähre aufbrechen. Ihr alle habt eine bessere Chance, wenn der Feind sich auf mich konzentriert. Seid nur nicht übereifrig. Ihr seid der Einzige, der dem Imperator gegenübertreten kann. Wenn ihr sterbt, scheitert unsere Mission. Ihr habt alle die Koordinaten der Fähre. Ich empfehle, dass sich niemand verspätet. Nein. Ich habe mir erlaubt, Ihr Quartier abzustauben. Die Gesundheit Ihrer Atemwege ist eines meiner wichtigsten. Ja. Ich fliege uns zum Tempel des Imperators, aber ihr müsst allein gegen ihn kämpfen. Niemand sonst kann seinem direkten Einfluss widerstehen. Wir werden euch unterstützen. Und die Wachen des Imperators besiegen. Der Droide kann unsere Bemühungen über das Netzwerk des Tempels koordinieren. Ich werde alles tun, um den Imperator aufzuhalten. Versucht ihr einfach am Leben zu bleiben. Überleben ist hier nicht unser Ziel. Es geht nur um die Vernichtung des Feindes. Jeder von uns ist entbehrlich. Wenn die Galaxis überleben soll, muss der Imperator fallen. Wir alle sind auf uns allein gestellt. Ob ihr erfolgreich seid oder scheitert, niemand wird euch retten. Das sagt ihr. Wenn jemand Hilfe braucht, werde ich da sein. Außer natürlich, ihr seid es. Macht euch nichts vor. Wir haben den Imperator überrascht, aber er wird sich schnell erholen. Wir dürfen ihm keine Zeit geben, um wieder zu Kräften zu kommen. Kira hat recht. Dies ist nicht der Zeitpunkt, an dem wir uns alle gegenseitig im Stich lassen sollten. Dazu haben wir schon zu viel zusammen durchgestanden. Manche mehr als andere. Seid vorsichtig da drin. Ihr könnt auf mich zählen. Sieg oder Tod. Ich wähle den Sieg. Der Imperator kann den Tod haben. Meister, bitte mal bleiben Sie mal bei mir stehen. Es kann ja nicht sein, dass Sie mal vorlaufen. Okay. T7, weiter deines Amtes, komm ran hier. Pack deinen Stäbchen in das Loch rein. Die Zahlen sprechen für sich. Sag mir, wo ich hin muss. T7 meinte, ihr wärt in großer Gefahr. Das ist etwas dramatisch ausgedrückt, aber nicht falsch. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Das ist genau der Grund dafür, dass der Rat uns verbietet, Bindungen einzugehen. Ich habe euch von eurer Mission abgelenkt. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen. Wie wäre es mit einem Kuss, bevor ich gehe? Das hatte ich schon auf dem Schiff vor, aber alle haben hingesehen. Ihr solltet jetzt gehen. Da der direkte Angriff mir nichts gebracht hat, werde ich mich darauf konzentrieren, die Imperialen von euch wegzulocken. Ich werde es schon schaffen. Geht und beendet es.
Möge die Macht mit euch sein. Der Kreis schließt sich. Das Ende beginnt. Ihr habt eure Energie damit verschwendet, die Schwachen zu retten. Das wird Konsequenzen haben. Erstreckt sich über Jahrtausende. Legionen haben sich erhoben, um mich zu prüfen. Ihr habt diese Galaxis lange genug heimgesucht. Zeit, dass ihr brennt. So, du scheiß Imperator. Vergewaltige ich dein Leben. Zeig dir wie. Scheiße, Mücke. Die Macht ist stark in mir und ich werde dich töten. Geht doch, komm mir gleich so. Schon wieder ein Imperator drauf. Ich will Imperator, gibt's hier. Hallo, raus. So, Mr. Nice Guy. Boah, diese Ladebe... Gewaltige Kräfte, aber euch fehlt die Reinheit des Willens, um sie zu führen. Ich werde mich nicht aufhalten lassen. Ich kann nicht gerettet werden. Allein der Tod bleibt mir. Und ihr werdet mich nicht töten. Ich werde eure Augen für die Art der Jedi öffnen. Ich bringe euch nach Tyson. Ihr klammert euch an die Wünsche eures alten Meisters und ignoriert euer wahres Verlangen. Es ist vorbei, Lord Scourge. Der Imperator ist besiegt. Aber ich habe nichts gespürt. Ihr habt ihn nicht getötet. Schlagt zu! Sofort! Ich werde nicht eure Trophäe. Wenn ich sterben muss, entscheide ich wie. Und alles stirbt mit mir. Der Tempel bricht auseinander. Wir müssen weg. Kehrt zu eurem Schiff zurück. Tatsächlich habe ich jetzt den Imperator erstmal schön von hinten vergewaltigt und somit kann er uns nichts mehr anhaben. Das Imperium ist geschlagen und ja, meine lieben Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zu meinem Schiff. Bis wir da sind, mache ich hier mal kurz einen Cut. Bitteschön, kannst der Community noch was sagen? Tschüssi, es freut mich, euch kennenzulernen. Ja. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich von Mr. Good. So, meine lieben Freunde, und da bin ich auch schon wieder. So, und jetzt wollen wir direkt mal auf dem Holo-Terminal
quatschen, um zu gucken, was die von uns wollen. Hallo? Ist da jemand? Tatil, der Imperator ist tot. Hört ihr mich? Der Imperator ist tot. Wir empfangen euch klar und deutlich. Um uns herum tauchen überall imperiale Kriegsschiffe aus dem Hyperraum auf. Wir müssen uns von Drum und Kas zurückziehen. Trefft euch mit dem republikanischen Flaggschiff Valiant bei diesen Koordinaten. Wir sehen uns dort. Meisterin Satil, Ende. Ihr habt dem Imperator Zeit gegeben, seine Kräfte zu sammeln. Wir können von Glück reden, dass wir noch leben. Eins meiner Crewmitglieder war in Gefahr. Wenn ich die Entscheidung noch einmal treffen müsste, würde ich dasselbe tun. Einen Fehler zu wiederholen und dabei einen günstigen Ausgang zu erwarten, zeugt von Wahnsinn. Das wird eine lange Reise. Kann mich bitte jemand aufwecken, wenn wir angekommen sind? Hallo Kira, meine Süße. Ich bin zurück. Jetzt wollen wir hier erstmal... Ja, das habe ich schon mitbekommen. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Ah, ich muss ja langsam laufen. Ah, dieser epische Gang. Oh, die haben sich von mir verneigt. Oh, Salute. Guck mal, hier überall so da. Ich nehme jetzt diese. Hey, ich bin's. Keine Salute? Geht doch. Warum denn gleich so? Ich bin's, euer Held. Im Erdbeerfeld. Was geht mit euch? Habt ihr Probleme? Erschreckt mich doch hier nicht zu Tode. Habt ihr Arsch offen oder was? Ihr habt unsere Galaxis vor der Zerstörung bewahrt. Der Tod des Imperators hat das Blatt in diesem Krieg gewendet. Zusammen mit unserem Erfolg auf Guerilla und dem Schaden, den wir Drum und Kas zugefügt haben, versinken die Sith jetzt im Chaos. Herrlich! Heute haben wir für die Plünderung von Coruscant und die Zerstörung des Jedi-Tempels Rache genommen. Jetzt werden wir unseren Griff noch verstärken, bis auch der letzte Sith untergegangen ist und ihr Imperium zu nichts zerfällt. Die Republik kämpft mit vereinten Kräften. Selbst die neutralen Welten schlagen sich auf unsere Seite. General Fasatra hat vorgeschlagen, dass ihr alle für euren Sieg auf Corellia die Medaille des Heldenmuts erhaltet. Aber ihr verdient mehr. Es ist mir eine Ehre, euch allen die höchste Auszeichnung der Republik zu verleihen. Das Ruhmeskreuz. Ihr werdet für immer Helden der Republik sein. Jedi-Ritter Kira Carson, Sergeant Fidelteen Rusk, T7-O1, Dr. Archibon Kimble. Archibon? Im Ernst? Bleiben wir einfach bei Doc. Bitte. Auch ihr, Lord Scourge. Ihr habt euch uns zwar aus Eigennutz angeschlossen, aber ihr habt mehr Leben gerettet als nur euer eigenes. Ehe er sich's versieht, wird Scourge doch noch zum Jedi. Darauf würde ich nicht zählen. Ich bleibe nur, bis ich sicher bin, dass der Imperator keine Überraschung mehr für uns parat hat. Und dann seid da noch ihr. Wo sollte man nur anfangen, wenn man alle Wendungen eures Lebens aufzählen wollte, die es seit eurer Ankunft auf Tython gegeben hat? Die dunkle Seite hat ihre Schatten auf euch geworfen. Ich spüre, wie eure Wut und euer Ehrgeiz wachsen. Ich kann es nicht länger ignorieren. Ich hatte so sehr gehofft, dass ihr ein Jedi-Meister würdet.
aber ihr seid noch nicht bereit. Ich muss noch viel über das Leben als Jedi lernen. Das zu hören gibt mir Hoffnung. Ihr habt den Sith einen schweren Schlag versetzt, aber der Krieg geht weiter. Ihr werdet andere Gelegenheiten haben, euch zu beweisen. Meisterin Satil, dieser Jedi ist einer der größten Kriegshelden, die ich je getroffen habe. Er verdient Anerkennung für seine Siege. Im Namen der obersten Kanzlerin verleihe ich euch hiermit den Ehrenrang des Generals der Republik. Danke, Admiral. Vielleicht ist es nicht mein Schicksal, zum Jedi-Orden zu gehören. Soldat zu sein, fühlt sich richtig an. Wir werden ein andermal darüber sprechen. Lasst uns erst einmal betrauern, was wir verloren haben, und feiern, was wir gewonnen haben. Für diesen einen Moment ist die Galaxis sicher. Möge die Macht mit uns sein. Ich habe gerade eine interessante Holo-Nachricht von einer Jugendfreundin bekommen. Ich glaube, das wollt ihr euch ansehen. Er ist fort. Jeder weiß das. Aber seine Stimme, sie ist immer noch in meinem Kopf. Ich kann nicht schlafen. Nichts ergibt einen Sinn. Der Imperator ist tot. Wieso redet er immer noch? Du hast ihn zum Schweigen gebracht, Kira. Zeig mir wie. Bitte. Ihr Name ist Suri. Ich habe mit ihr auf Korriban trainiert, bevor ich wegging. Sie ist ein Kind des Imperators. Ein Kind des Imperators, das einen Jedi um Hilfe bittet? Nicht irgendeinen Jedi. Nur diejenigen, die es geschafft haben, die Macht des Imperators zu durchbrechen. Suri hat dem Imperium abgeschworen. Sie versteckt sich an einem unserer Lieblingsurlaubsorte. Was? Und egal, ob wir ihr helfen können oder nicht, wir brauchen ganz bestimmt keinen weiteren verrückten Sith, der sich auf Voss herumtreibt. Wir setzen sofort Kurs auf Voss. Ich habe Suris Koordinaten. Wir konfrontieren sie gemeinsam, dann werden wir schon sehen. Wantahumpa, Murirava, Fupa, Jibampaula, Kabanotase, Makipuna, Malituta, Udmishka. Chikospa, Inigudad, Ijigliska, Chanagawa. Ich bin Oberbefehlshaber Rance von der Republik. Es ist mir eine Ehre, mit jemandem zu sprechen, der so viel für unsere Sache getan hat. Durch den Sieg über den Imperator habt ihr seinen Anhängern einen vernichtenden Schlag versetzt. Ihr habt eigenhändig den Verlauf des gesamten Krieges verändert. Die Republik schuldet euch ohnehin schon mehr, als sie euch geben kann. Aber ich melde mich, weil wir erneut eure Hilfe brauchen. Gebt mir einen Auftrag und ich breche sofort auf. Als Jedi seid ihr sicher mit der Eiswelt Ilum vertraut. Sie ist die wichtigste Quelle der Galaxis für Lichtschwertkristalle. Die Reste der imperialen Truppen haben einen massiven Angriff auf Ilum gestartet. Wir haben Verstärkungen geschickt, aber wir werden dort überrannt. Wenn das letzte Aufbäumen des Imperiums sein soll, hätte man doch sicher eine bevölkerungsreichere Welt angegriffen. Ilum ist kein typisches Eroberungsziel. Es geht dabei einfach nur um einen Überfall. Sie versuchen, den Planeten zu plündern. Die Kristalle auf Ilum sind einzigartig und das Imperium hat eine Möglichkeit gefunden, sie zur Verstärkung von Tarnsystemen zu nutzen. Mit genügend Kristallen könnten sie eine unsichtbare Armada aufstellen. Eine riesige Flotte, die jede Welt der Republik aus dem Nichts angreifen könnte. Gebt mir einen Überblick über die feindlichen Truppen. Darth Aro leitet den Angriff. Er trifft uns mit allem, was sie haben. Eliteeinheiten, Söldner, Kopfgeldjäger und Sith Lords. Meldet euch so schnell wie möglich bei der republikanischen Raumstation im Orbit von Ilum. Eine Fähre bringt euch dann auf die Oberfläche.
Wir nutzen den Jedi-Tempel als provisorisches Hauptquartier für den Einsatz. Trefft mich dort, dann besprechen wir alles Weitere. Rans Ende. Chechopa Kuma ni Umpi but Malia bedwana ni. Genau so sieht's aus, aber das machen wir dann ein andermal. Wir sind jetzt erstmal Meister Nockeis und das ist Kira Carson, eine Jedi-Kriegerin. Und ich sag mal, schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Ganze natürlich kommentieren, auch liken. Und für ein Abo wäre ich auch ganz scharf drauf. Ich würde mich auch natürlich darüber freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Wie schon erwähnt, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen und noch gechillten Abend. In diesem Sinne, haut rein!